So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Letztes Mal haben wir die siebte Welt angefangen und festgestellt, dass die Leveltitel teilweise mit Musik zusammenhängen. Das habe ich gar nicht hier drauf geachtet. Universal Gravity. Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht, ob das irgendwas mit Musik hat. Ich glaube, das ist einfach nur Anspielung auf das Spiel Yoshi's Universal Gravitation oder Yoshi's Topsy Turvy. Okay. Das hat, in den USA hieß das Spiel halt einfach Yoshi's Topsy Turvy, was so niedlich zu Yoshi passt, und dann einfach in Großbritannien Yoshi's Universal Gravitation. Hier heißt es, glaube ich, genauso. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Spiel sein soll. Das ist auf dem Game Boy Advance. Eins der wenigen Spiele auf dem Game Boy Advance mit einem Gyrosensor. Zusammen mit einem WarioWare-Spiel. Da sind die Cartridges so ganz komisch größer. Da ist irgendwas komplett an mir vorbeigegangen anscheinend, okay. Das ist so, also, wenn du dir so eine normale Game Boy Advance Cartridge vorstellst, dann hängt da das, was praktisch an der Kante vom System sein würde, das hängt nochmal so komisch groß über. Und das ist dann halt der Gyrosensor dafür. Das kam aber auch, glaube ich, sehr weit am Ende vom Game Boy Advance raus, weil zum Beispiel Yoshi's Universal Gravitation hat auch dann am Anfang eine Prompt, die einem fragt, ob man auf einem DS oder auf einem Game Boy Advance spielt. Okay, es klingt wie so ein und hat dementsprechend angepasst, denke mal, wie es den Gyrosensor liest. Die werden auch noch schneller gemacht, das habe ich immer noch nicht hinbekommen. Ich habe jetzt gedacht, der muss auf mich irgendwie reagieren, aber der fährt einfach so hin und her. Nee, der fährt einfach, aber halt sehr langsam. Ja, waren mal normal schnell, sage ich mal in Anführungszeichen, also auf jeden Fall schneller als so gerade. Ja. Und irgendwann, als da mal andere Sprites hinzugefügt wurden in die ROM, haben sich diese Sprites sehr merkwürdigerweise verändert und wurden viel langsamer. Ich wollte gerade sagen, die sind schon enorm. Genau. Also das war ursprünglich auch mal anders. Also so schnell gehen die Schüler ungefähr nach der Pause ins Klassenzimmer. Das ist, Kann ich bestätigen. Ist etwa das Tempo, wenn sie überhaupt ins Klassenzimmer gehen, wenn man sie nicht scheuchen muss. Wusst. Oder Leute aus der Uni in Seminarräumen. Weiß man in der Uni nicht ein bisschen motivierter zumindest? Weil, also, kommt auf die Person du musst ja sowieso nicht in den Seminarraum gehen. Wenn du nicht hingehst, dann gehst du. Seminar schon. Okay. Ja. Da kommt es auch immer drauf an. Also, es gibt da auch einige Dozenten, die da locker mit umgehen. Aber ich bekomme das halt sehr oft mit, dass da Leute immer spät reinkommen. Also, ich meine, gut, wenn das jetzt was mit der Bahn und der Busverbindung zu tun hat, in Ordnung. Ist ja kein Problem. Aber ich meine jetzt, wenn Leute schon auf dem Campus sind und dann nur im. Weiß nicht, Kaffee trinken oder so und dann einfach später kommen. Eine Klasse. Ja, das ist schon, das habe ich aber auch nie nachvollziehen können, was teilweise. Also, ich weiß nicht. Ich habe. Als ich naiv an die Uni gekommen bin, habe ich halt schon gedacht, dass die Leute etwas vernünftiger sind in der Schule. Sind sie auch. Nein, das finde ich schon. Etwas also, schon, aber halt, es gibt immer noch Leute, wo du halt dich einfach fragst: Hallo? Du bist jetzt ein bisschen älter als Schüler, verhalte dich doch auch mal so. Wir hatten einen Marketing-Professor und der hat sich in irgendeiner dritten oder vierten Vorlesung furchtbar aufgeregt und erstmal gemeint, liebe Studenten, so wie Sie E-Mails schreiben, das geht überhaupt nicht klar. Sie können nicht einfach schreiben, hallo. Und dann ist hallo. Die hatten wir auch schon, also die Leute, die E-Mails geschrieben haben und Dozenten, die sich darüber aufgeregt haben. Das ist großartig. Er erwartet nicht mal, dass man schreibt, hallo Doktor so, also sehr geehrter Doktor so und so, aber eine gewisse Anrede sollte schon da sein. Nicht hallo können Sie können. So anreden. Ich finde das total mystisch, wenn man anders das irgendwie angehen würde. Ja. Bei uns ist das größte Problem, dass halt, wenn zum Beispiel jetzt eine kleinere Hausarbeit oder sowas abgegeben werden muss, dann steht in dem Schreiben, was wir bekommen, genau drin, es soll als PDF abgegeben werden und diesen Namen tragen. Ja, das ist. Leute geben Word-Dateien ab, Leute geben unbenannte Word-Dateien ab und ihr meint dann so, ich lasse ihn das noch einmal durchgehen, aber sie sind jetzt hier an der Hochschule und wenn das jetzt nochmal passiert, dann wird das einfach nicht angenommen. Er nimmt das dann aber auch wirklich nicht an das nächste Mal oder sagt er wieder? Ja, das nächste Mal, also das war noch in der, ich glaube, zweiten Semesterveranstaltung, das
war halt noch relativ früh, aber er meinte dann halt so, ab jetzt geht das nicht mehr. Ja, weil das ist ja mein größter Fehler als Lehrer, dass ich immer wieder sage, nächstes Mal ist aber hier und dann bin ich wieder so gnädig. Das kenne ich auch. Ich habe die Hausaufgaben vergessen. Nächstes Mal machst du die aber. Ich habe jetzt, ich arbeite halt nebenbei noch als Mentor in einem Projekt und versuche halt die Anwesenheit in der Vorlesung jetzt so ein bisschen schneller zu kontrollieren, als nur Listen gehen rum und das dauert ewig. Mhm. Und da war jetzt unsere Lösung halt, wir haben auch ein Online-Lernprogramm, da einfach einen Test einzurichten, der einfach nur eine Frage hat, wo ein Codewort abgefragt wird, was in der Vorlesung genannt wird. Mhm. Und ich habe halt diesen Test, ich habe das alles gemacht, also aufgesetzt. Und das war wirklich eine richtig banale Frage. So, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Das war einfach nur, Dozentin sagt ein Wort und das wird dann, musst du dann ankreuzen. Das war nicht mal, du musst es nicht mal selbst schreiben. Das war einfach nur. Einfach, dass du eine das sieht, okay, der war in der Vorlesung und okay, der war nicht in der Vorlesung. Genau. Ja, gecheckt. Das war eine Auswahl aus 3 Straßennamen. Sehr coole Idee. Von 95 Leuten haben es 5 Leute nicht geschafft, die richtige Straße anzukreuzen. Dann waren die halt vielleicht nicht da und haben nee, das kann halt nicht sein, weil dieser Test auch nur für 10 Minuten während der Vorlesung halt online und zu sehen war. Ach so, das war jetzt nicht so, du kriegst das Codewort gesagt und musst dann zu Hause dir das, hä? Nee. Das ist während der Vorlesung, müssen die dann kurz in dieses Online-Portal sich einloggen, diesen Test absolvieren, das dauert eigentlich nur 5 Minuten. Tritt mal hoch. Hoch. Ich hab das Netz überhaupt nicht wahrgenommen. Oh. Ach so, das Netz. Bisschen dunkel. Ja, die Leute müssen halt nur kurz in dieses Online-Portal gehen, den Test absolvieren und das dauert keine 5 Minuten. Deswegen, der ist auch nur 5 oder 10 Minuten sichtbar und das wird immer zu zufälligen Zeiten gemacht, damit man sich halt nicht vorher merken kann, so nach 10 Minuten kann ich dann auch direkt wieder gehen. Okay. Und es gibt halt wirklich Leute, die es nicht geschafft haben, die Straße anzukreuzen. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich nicht aufgepasst oder nicht zugehört. Und das war noch nicht mal. Ich hab extra auch darauf geachtet, dass das jetzt nicht Sachen sind, die sich ähnlich anhören, so. Müssen Sie das übers Handy dann? Müssen Sie übers Handy machen, ne? Übers Handy oder beim Laptop? Wenn es einen dabei ist. Eins der beiden Sachen geht. Kann man sich theoretisch Im Moment ist es ja sowieso werden die Vorlesungen bei uns dann mit Webex gemacht und dann müssen die ja sowieso am PC sitzen. Aha. Und dann halt in der Vorlesung müssten die das dann übers Handy oder über den Laptop machen. Okay, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ja, jetzt wird schwer. Ab dem Punkt komme ich nicht mehr. Ich frage mich nämlich gerade, wo ich den Schlüssel bekomme. Bisher konnte ich alles zurücklaufen, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Also hier kann der Schlüssel nicht mehr sein. Schon mal gut zu wissen. Ja, hier bin ich auch falsch. Oder komme ich zurück? Sind die jetzt wieder so gespawnt, dass ich da wieder zurückkomme? Nein, okay. Ich kann dir sagen, du musst das nicht so machen. Du musst nicht Sachen despawnen, wieder spawnen lassen. Okay. Und dann mit einem Schlüssel irgendwie so komisch hochklettern, das musst du nicht tun. Stimmt, ich hätte den Schlüssel noch dabei. Das wäre ja noch. Oh Gott, das wäre ja noch. Ach, Netze. Warum? Oh. Das ist nicht gut. Darauf habe ich wieder nicht geachtet. Warum mache ich das? Aus Game Over Sound hört sich hier bei dem gar nicht mehr so scheiße an. Ja. Wo war der Midway? Deutlich schlimmer. Oh, da war der Midway. Das hat sich hier ja, ein genau. State. Dass ich es auch schaffe, immer mit dem letzten eben den Midway zum ersten Mal zu erreichen, ist auch großartig. Aber hier kann ich noch die ganze Zeit zurück. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Schlüssel hier noch irgendwo. So, auch schon halten. Wait, hier war ich nie drin. Da kann kein Schlüssel sein. Und hier komme ich. Stimmt, hier komme ich ja nicht mehr zurück. Okay, das hat sich schon erledigt. Also da. Der hätte schon hier nicht mehr sein können. Gar nicht drauf geachtet. Okay. Dann ist er vielleicht doch davor und ist es nur so gebaut, dass man zurück kann aus. Oder man kommt durch eine Röhre zurück und man kann hier. Ach, das war das, genau. Oder ich erinnere mich. Ja, der ist Secret Exit. Der ist auch sehr lecker. Ich bin gespannt. Also, ich habe den Schlüssel noch hier gesehen. Aber den Schlüssel noch nicht. Lux, meinst du, dass der Secret Exit so bleiben kann oder soll er geändert werden? Das passt so, das passt so. Das ist ja auch der Meinung. Es ist ja auch nur für Special World Level. Spoiler. Ja, toll. Oh, jetzt hat es sich echt gehalten. Dankeschön. Jetzt muss er gar nicht mehr weiterspielen. Super. Ja, das ist zum Special World Ding führt, ist ja klar. Ah, jetzt kannst du einen Switch-Ball das noch führen, ja.
nochmal zum Thema Reife von Studenten. Also du hast halt immer irgendwo Leute, die halt daneben sind. Und bei mir gab es jetzt halt vor kurzem, ich sag mal, einen relativ großen Skandal, in Anführungszeichen sogar. Und zwar haben wir halt immer große WhatsApp-Gruppen, in denen die meisten Studenten drin sind, die halt wollen zumindest. Und dann haben wir da halt immer Raum für Diskussionen zum einzelnen Studiengang, Fragen zu Klausuren und so, und nutzen das halt nur für Uni-Sachen und keine privaten Sachen halt. Und für private Sachen sind halt Privatchats dann dort. Genau. Und da sind jetzt halt vor wenigen Tagen Leute in diese Gruppe reingekommen, die überhaupt nicht studieren. Oder die studieren und einfach nur rumtrollen und nerven wollen. Und da wurden halt einige Leute jetzt in so, weiß nicht, einfach nur belästigt, rassistisch angeschrieben. Ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, halt sehr beleidigt. Die Nummern wurden dann irgendwo, weiß nicht, anders weitergegeben und dann wurden die halt von mehreren Leuten gleichzeitig angeschrieben. Genau, da kam halt über Nacht irgendwie 10.000 Nachrichten in dieser Gruppe mit ganz vielen Spam-Stickern und so. Und das ist halt von mehreren Personen aus der Uni ausgegangen. Das wurde jetzt halt mittlerweile herausgefunden, wer das war. Und das waren halt Studenten, die da auch drin waren, die auch teilweise mit den Admins befreundet waren und so. Und dann haben die halt darüber so große Studentengruppen kaputt gemacht und halt, wie gesagt, einige Leute so einfach nur exzessiv beleidigt. So, sei es jetzt sexistisch, rassistisch. Ach, Menschen. Ah, hier, das gab Thema da hat mir Maulz noch was gezeigt. Das war bei ihm an der Uni, dass in einem von Studierenden im Fachbereich Agrarwissenschaft und Landwirtschaft kam es wiederholt zu rassistischen, antisemitischen, sexistischen, frauenfeindlichen, behindertenfeindlichen und homophoben Äußerungen Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe. Also wirklich die volle Packung, alles. Wow. Was auch großartig ist, dass solche Leute diese riesigen Uni-Gruppen auch als eine Art Dating-Portal so sehen. Also ich habe halt zum Beispiel einige Leute jetzt gesehen tatsächlich, die dann Bilder von sich reinschicken und dann sowas sagen wie, hey, ich bin der Lars, bin 22 Jahre alt, komme aus dem und dem Ort und bin aktuell Single, ich mache das nebenberuflich. Ja, ich kann mich noch vorstellen. Da habe ich einige Bilder auf meinem Handy jetzt. Mittlerweile ist es großartig. Von irgendwelchen Männern, die sich da vorstellen. War das nicht bei dir auch so mit der WhatsApp-Gruppe, wo jemand gesagt hat, er hatte eine Prüfung abgeschrieben und das hat dann jemand gepetzt? Genau, richtig. Ja. Das ist halt auch nicht schlau, dass man sagt, hey, das ist doch komisch, dass die Person 1:1 von mir oder ich von der Person 1:1 abgeschrieben habe oder irgendwie sowas. Ich habe bestanden und die andere Person nicht. Und dann geht eine andere Person mit dem WhatsApp-Chat-Verlauf zum Dozenten, zeigt das. Da steht auch der Name. Und dann hat die Person im Nachhinein doch nicht mehr bestanden. Oh, es ist so... Ich meine, es ist halt... Dumm, ja, einfach. Manche denken gar nicht daran, so, dass man das eventuell nicht schreiben sollte. Manche in so einer großen Gruppe. Gar nicht. Oh, ich kann mich... Ich glaube, wenn ich sowas... Das ist halt sehr kritisch. Noch so eine unglaubliche Geschichte, die bei mir passiert ist, beziehungsweise die ich mitbekommen habe von einem Kommilitonen. Es gab ein Softskill-Modul zum Thema... Business, ich glaube, entweder was Business-Englisch oder technisches Englisch. Und da mussten die als Prüfungsleistung, also das war halt nur ein Softskill-Modul, deswegen gibt es da keine Klausur am Ende, aber halt als Prüfungsleistung mussten die einen Vortrag halten am Ende. Aha. Und die Themen waren entweder frei oder man konnte sich aus einem Pool von Themen was aussuchen. Aha. Und da muss wissen, der Dozent in diesem Fach war sehr grün. Also der war sehr umweltbewusst, sagen wir mal so. Ach so, dieses... Ja, er war sehr umweltbewusst und halt, ich hatte mit dem noch nie, aber er war halt, was ich gehört habe, war halt einfach ein sehr umweltbewusster Typ. Ja. Und dann haben sich halt, dann gab es als ein Thema, was sich Leute ausgesucht haben, Klimawandel. Es haben zwei Personen haben was über Klimawandel geschrieben. Eine Person hat gesagt, ja, Klimawandel, der existiert ja gar nicht. Und hat das so vorgetragen. Und die andere Person hat dann gesagt, ja, Klimawandel existiert, aber das geht ja nur von den afrikanischen Staaten aus, weil die nicht wissen, was Kohlendioxid ist. Okay. Und wurde beides zur Ethikkommission von meiner FH weitergegeben. Also ich meine, gut, wenn man sagt, Klimawandel existiert nicht und bringt irgendwelche, keine Ahnung,
was weiß ich, macht das Ganze wirklich wissenschaftlich und sagt halt, warum das Leute behaupten, welche Beweggründe die angeben und so weiter, dann wäre es ja zumindest eine Art Recherche oder keine Ahnung. Nö, der hat einfach ganz klar, ich glaube, der hat auch halt, das war da kamen auch irgendwelche Verschwörungstheorien bei rum. Also, ja, super. Ja, gut, es muss ja auch eine Verschwörungstheorie sein, weil Klimawandel existiert ja. Und das andere war halt einfach, ja, das existiert, aber das bin nicht ich schuld, das sind Leute in Afrika schuld. Das sind die besten Leute. Ja. Ab zur Ethikkommission, nice. Und dann auch, und das Beste finde ich halt so, du hast mit diesem Dozenten schon knapp ein halbes ich Jahr. Ich hab's gecheckt. Und dann, aha. Und dann suchst du dir auch noch genau das Thema aus, wo du nicht der Meinung des Dozenten bist. So, selbst wenn man so dumm ist und so eine Meinung vertritt, dann sucht man sich doch wenigstens nicht genau das Thema aus, wo man weiß, dass der Dozent dir das nicht gut finden wird. Haben die das dann zur Provokation gemacht oder was war so dem? Ich weiß es nicht. Es klingt so wirklich so wie dieses typische Troll-Ding. Höhö, ich schreibe jetzt genau den Kommentar, der den Typ triggern wird. Höhö. Ja, genau, kann es natürlich auch sein, aber. Fühlt sich genau so an. Ah. So. Hä? Oh, das Level funktioniert noch gar nicht. Muss ich den hier einsammeln und dann. Muss ich hier sterben? Ah ja, das sind diese Todesblöcke. Okay. Ja, das Gimmick ist, glaube ich, bekannt. Bei dir zumindest. Irgendwas sowas habe ich mir gerade schon gedacht, aber war mir nicht sicher. Ja. Oh, was glaubst du eigentlich, wer das letzte Level gewonnen hat? Kombination aus Todesblöcken und den Farbswitches. Ja, also, Leute lieben es. Deutsche Verbraucher lieben das. Deutsche Verbraucher lieben Farbswitches und Todesblöcke. Ja klar. Deutsche Verbraucher lieben das. Was glaubst du eigentlich, wer das letzte Level gebaut hat? Das ist das letzte? Genau, das davor. Das vor der Menge. Genau. Keine Vermutung? Ich habe Lux gesagt. Lux? Oh, okay. Kam nicht das an. Ist falsch. Oh. Heute hast du es nicht so. Das jetzt von Dark. Das ist richtig. Okay. Ja, das haben wir. Hat Dark aber ganz schön viel in der Welt gebaut. Oder wer hat ich kann auch überlegen. Hab jetzt die meisten. Ja, in der Welt schon. Von Dark, die wir angesprochen haben. Das erste war von Dustin. Das zweite. Das haben wir zusammengebaut. Ach stimmt, das war zusammen. Das ja. Airship ist von mir. Das letzte ist von Dustin. Ach, stimmt, und das ist auch von Dustin. Ich hab das Airship in Gedanken schon wieder ihm zugeschrieben. Einfach für mich. Ach, das gibt's doch nicht. Das war ja von dir. Ja, richtig. Das ist ganz klar. Angreifen. Wow. Ein Zimmer 50 Meter. Alles klar. Okay. So, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Irgendwo bin ich gestorben. Oh boy, das Level wird dauern. So, also hier konnte ich den da oben drücken. Dann kann ich aber ja. Ich muss ja gar nicht über den Todesblock drücken, ich kann ja so. Warum bin ich über den Tod? Oh, weil ich den on-off drücken wollte. Kleiner Funfact zum Level. Das Level hier ist während einer Zugfahrt zumindest immer so in Teilen entstanden. Das habe ich schon mal gehört. Genau, ja, so Rätsellevel entstehen bei mir meistens während Zugfahrten. Oder entstanden. So, das war jetzt aktuell nicht. Ne, aber genau, ich bin halt früher vor ein paar Monaten sehr viel unterwegs gewesen mit Zügen. Ja, war jetzt auch wieder vor einem Jahr, denke ich, ne? Genau. Kommt gut hin, ne? Tatsächlich, ja. Genau, das war so die Phase des Hacks, wo wir sehr lange kurz davor waren, fertig zu sein. Deswegen auch immer, wenn jemand gefragt hat, wann die Evil Conquest 2 rauskommt, war es immer morgen. Morgen kommt's raus, keine Sorge. Hä? Ach, das sind. Hä? Nee. Ich hab doch gerade den dann aufgedrückt. Ich glaube, du hast die zwei gleichzeitig gedrückt. Ach, hab ich das geschafft, ich ja? Bin ja. Genau in der Mitte gesprungen. Ah. Oh. Ich glaube, du bist genau also in der Mitte von dem Moment. Das sah doch aus. Ich habe mich gewundert, es waren jetzt ja nicht die Farbblöcke, sondern es waren jetzt tatsächlich richtige, weil die Farbblöcke haben ja genau, die haben ja dieses X in der Mitte und die hatten ja nicht das X in der Mitte. Genau. Okay, ich dachte schon, ich bin komplett bescheuert.
bin ich zwar, aber ach, nicht nein. Deswegen. So, jetzt nochmal den ganzen Spaß. Warum kann man hier zurück? Hat das irgendeine? Ich hab das noch nicht. Wirst du noch sehen. Weil gerade eben, als ich zurück bin, hat's. Ach, da ist ja der Gelbe und dann laufe ich zu. Ah! Ah! Verstanden. Und jetzt muss ich die da oben drücken. Das war mein Fehler vorher. So, jetzt kommen wir weiter. Und jetzt kann ich da hoch und kann den Gelben drücken. Und dann kann ich nämlich. Okay, ja gut, das kann ich auch. Ich mach das. Jojo. Und jetzt komme ich hier nicht mehr runter, jetzt muss ich durch die Röhre zurückgehen. Jetzt ist aber das hier wieder dicht. Ah ne, das ist jetzt so ein Off. Das ist jetzt wieder ein Off-Dinger. Das ja. Heißt, ich muss jetzt wieder mich sterben lassen und mir den Block holen. Mit dem Block löse ich den On-Off aus und jetzt kann ich erstmal wieder hier oben durch. Genau, jetzt kannst du links lang durch. Und jetzt kann ich auch wieder unten durch die Röhre. Ja. Das ist jetzt aber ganz außen anscheinend. Da bin ich wieder. Das ist ja richtig. Genau. Jetzt kommt hier wieder die Sehr Säge. Verschachtelt. Und jetzt gehe ich hier rein. Und jetzt kann ich unten weiter. Shish. Am besten wieder in die Mitte springen. Sehr durchdacht. So, sehr schön. Ein kleiner weiterer Funfact zum Level, was ja auch direkt mit dem Problem verbunden war, was aber behoben ist. Und zwar, die spawnen diese Sprite-Blöcke, also die halt einen umbringen und dann wieder zum Leben erwecken lassen, ne? Ne, die Blöcke halt, die despawnen, wenn man von rechts nach links in das Level zurückgeht. Wenn du jetzt beispielsweise, du hast ja gerade eben am Boden welche gesehen, oder zumindest konntest du gerade welche sehen, und wärst dann von rechts nach links wieder zurückgegangen, so wie du es auch gerade gemacht hast, dann würden die despawnen. Deswegen muss das Level halt immer so gebaut sein, dass du an bestimmten Stellen nicht von rechts nach links so zurückkommen kannst, um dir nutzen zu müssen, zumindest. Okay. Genau, das war ein komplizierter Satz, aber ja. Nein, einfach nur, das denke ich schon, verstehe, ich bin doof. Die verschwinden sehr schnell, wenn man nicht aufpasst beim Level bauen. Ja. Ich hab deswegen sind auch ein paar Levelstellen relativ eng gebaut. Den hättest du, glaube ich, kurz danach bekommen, wenn ich mich. Ja, ich gehe davon aus, dass ich wieder direkt davor gestorben bin. Ja, das ist auch. Ah. Das zieht sich durch das ganze Display-Projekt hier. Das finde ich gut. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Schnell mein ganzes Leben. Immer kurz vorm Ende zu scheitern. So. Okay. Oh, nee. Zack. Jetzt kann ich erstmal wieder runter. Dann drücken. Nein! Warum bin ich jetzt wieder zurück? Warum mach ich das? Ich überlege, ob ich von meinen Schülern irgendwas erzählen kann, aber es ist kritisch. Was für eine Klasse? Naja, als Student könnt ihr erzählen von anderen Studenten. Ihr habt ja keine Verschwiegenheitspflicht. Aber ich habe doch teilweise Verschwiegenheitspflicht. Nicht so viel in so Kram erzählen, das ist nicht so günstig. Genau. Also ich meine, ich hatte ja auch schon mein sogenanntes Eignungs- und Orientierungspraktikum in einer Realschule. Und ich denke mal, da sollte ich auch nicht so viel erzählen, was da passiert ist. Richtig. Mach ich auch nicht. Vor allen Dingen nicht auf YouTube. Nee. Genau. Wobei da auch zwei sehr kritische Sachen passiert sind. Ja, weil ich habe auch Fälle, wo ich mir gedacht habe, WTF, aber... Genau, ich denke mal. So viel dazu. Was ich zu dem Thema nur sagen kann, ist, dass mir... Also... Es ist teilweise ganz interessant, wie man datenschutzkonform arbeiten würde und was man dann am Ende macht, um sich das Leben nicht selbst schwieriger zu machen. Mhm. Sowas wie, ja, eigentlich dürften wir keine Listen haben, auf denen Matrikelnummern und Namen gleichzeitig sind. Mhm. Und wir dürften die, also der richtige Weg wäre auch, die Studierenden nur über so einen zentralen Verteiler anzuschreiben, wo wir dann halt nur die Listen aus den verschiedenen Tools, die wir halt haben, benutzen. Ich das ist aber nicht Krise. Umzusetzen. Nicht schon wieder. Jetzt spule ich zurück, das ist mir zu doof. Ich will nicht. Kleiner Funfact, wenn du jetzt hier nach links zurückgehst, oder gehen würdest zumindest. Ja. Warte, geh mal kurz zurück. So, genau. Wenn du jetzt von hier nach links zurückgehst und dann auf die gelben Blöcke gehst und dann nach unten guckst, da waren vorher drei blaue Blöcke. Die sind jetzt weg. Aber jetzt hast du auch keine Möglichkeit, daran zu sterben. Deswegen sind, wenn du jetzt weiter rechts zurückläufst, dort unsichtbare, also
hier markierte Blöcke zumindest, die du aktivierst von unten, damit du nicht zurückkommst. Okay. Damit du, also das war nur kurz das, was ich eben meinte mit dem, das ist das Problem, wenn du das Level baust. Ja, verstehe. Dass halt diese Blöcke sehr schnell und oft despawnen. Aber das ist lustigerweise nur, wenn man von rechts nach links in den Stream läuft und nicht, wenn man von links nach rechts läuft. Das ist voll mystisch. Aber genau. Jetzt kommst du nämlich nicht mehr zurück. Das habe ich habe den Switch jetzt nur gedrückt für den Schall, für den Switch, für den Kristall. Für den Kristall, genau. Das heißt, ich muss schon in die Röhre. Ach, jetzt geht's auch. Okay. Ja, genau. So, jetzt kommst du halt hier wieder zurück. Ich habe noch keinen Midway Point. Ja. Das ach, ist jetzt noch muss richtig. Ich sterben. Jetzt musst du sterben. Jetzt sind die Blöcke da. Genau. Deswegen musste man das in der Hinsicht mit diesen Röhren lösen, damit man diese Blöcke nicht verschwinden lässt. So. Ich kann es dir sagen, noch zwei Blöcke, noch zwei Sprünge und dann bist du beim Midway Point. Glaube ich. Wenn ich mich gar nicht irre. Aber ich meine, das wäre jetzt hier noch. Kann ich jetzt aber auch ganz ungesehen nach unten sterben. Nicht nur nach oben. Kannst du machen, aber dann wirst du nicht weiterkommen. Okay. Ich meine, es kann mir passieren, ich muss darauf noch aufpassen. Okay. Ja. Boah. Wenn du stirbst, springst du mal ein bisschen nach oben. Das war ein langer Abschnitt. Ja, die Level. Also, die letzten Level sind sehr lang. So. What the hell? Ich glaube, das könnte jetzt das letzte. Ne, gar nicht. Da kommt noch ein Switch-Palast. Ja. Genau. Also, ich würde sagen, das könnte das letzte Puzzle sein, aber dann ist mir eingefallen, dass noch ein Puzzle kommt. Oder ein Switch-Palast-Level zumindest. Und dann sind wir vielleicht mit dem Gipfel-Level zumindest. Ja. Ah, da ist noch was. Ja. Das hat ja viel gebracht. Das ist richtig. Ja, die Blöcke sind nur dort, damit man das, ich sag mal in Anführungszeichen, zurückstellt auf die Ursprungsstatus, so wie es sein soll. Ach, ich hab das Ding hier, ich hab das nicht gesehen, dass ich in der Mitte stehen kann. Lul. Ah. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ich komme nicht weiter. Ich kann dir die drücken und ich hab die Blöcke da nicht gesehen. Jetzt habe ich sie gesehen. Okay. Ja, dann kann ich da hoch. Das macht die Sache schon mal spielbar wieder. Das ist schon mal gut. Mein Gott, bin ich blind. Okay, so, zack. Gehen wir es mal hier weiter. Naja, das hat er viel gemacht. Das komme ich auch nicht. Das muss ich hier runter. Boah, das war echt sehr mühselig, diese Puzzle-Level zu bauen. Jetzt kann ich den drücken. Ist das hier wieder dicht? Jetzt. Nee, das war jetzt nur Quatsch. Ich glaube, das war zu bald. Bei dem. Jetzt ist hier wieder offen. Ja. Wait, nein, das war richtig. So, und jetzt kann ich da oben durch und kann mir den nehmen. Ja. Und kann damit. Ne, den nehme ich einfach nur weg. Ich glaube, dafür ist der da. Ja. Ich kann ihn ja maximal überfordert. Genau. Aber ich muss jetzt die zwei da jeweils. Ah, jetzt ist der Weg offen. Jetzt kann ich das hier. Okay. Sheesh. Also nehme ich den mit. Ich bin gespannt, was du vorhast. Das ist zeitlich nicht. Das ist zeitlich nicht. Das habe ich Quatsch gemacht. Ich wollte den jetzt hier drücken von der Seite, aber das ist zeitlich ja nicht drin. Wait, da war ja oben nochmal ein On-Off. Da ist nochmal ein On-Off. Den brauche ich. Jetzt ist ja hier offen. Und jetzt kann ich hier ja runter. Ja. Und jetzt kann. Passt. Mein Gott. Jetzt komme ich hier runter. Hey. Jawohl. Okay. Shish. Läuft doch. Muss ich hier wieder sterben?
da auch. Aber wirklich passend, ja. Ah, sind ja drei Blöcke. Das heißt, das haut auf jeden Fall hin. Kann man gar nicht falsch machen. Sehr gut. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie das hier aussah. Achso, komplett alles. Keine Sorge. Komplett alles offen. Ah, jetzt brauche ich auch sehen den können. Richtig. Ja. Recycling. Jetzt sterben wir wieder. Flup. Oh, nice. Hey. Fertig. Puh. Ja, hier musste ich auch nochmal die Musik ändern, weil aus irgendeinem Grund, wenn ich hier eine andere Musik als die, also als so eine wie jetzt habe, ist die erstmal ganz komisch abgeschnitten und die Musik wechselt auf einmal zu der Bosskampfmusik, wenn man wenn man einmal stirbt und wiederbelebt wird. Ja, nice. Genau. Verkehrt. Okay. Etherworks Marvel ist dann das nächste Level. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.